Restaurant. Gehen wir ins Restaurant. Schauen wir mal auf einen von diesen Rezepten. Vielleicht kriegen wir ja irgendwo einen Speiseplan. Was so eine Dings kostet. Bin mal gespannt, ey. Ich liebe das Essen hier. Wie gut muss es erst in China schmecken? Links. Wintermelone steht hier auf der übersetzten Seite. Okay. Und auf der chinesischen, da haben wir es ja. Oh, wow, ich krieg den Gänsehaut. Warte. Das gibt's ja gar nicht. Zeichen für Die Wintermelone. chinesischen Schriftzeichen für Wintermelone. Schade, wird nicht groß angezeigt. Küche, weil wir hatten hier, genau, wir waren hier fertig. Ja, ist ja nicht weit zur Küche, ne? Ach schon, dass sie dann selber aufsteht, aber na gut, okay, wenn man so ein bisschen Grogi noch Schade, feiern. Sie sind schon weg. Die Köche hier sind der Hammer. Die verscheißern mich immer, wenn ich eine Bestellung durcheinander bringe. Okay. Oh, mal das aber. Puh, viele, viele, viele Dampfkocher. Fangen wir mal hier an. Essensbehälter. Sie sind bereits leer. Ach, schade. Kann ich denn nur noch ans Essen denken? Ich bin nicht schwanger, nur hungrig. Die müssen noch hängen. Finger weg von den Enten. Okay, was haben wir da oben? Kochtöpfe mit Erfahrung. Ich kann nicht wirklich kochen. Ach, vielleicht kann ich das auf unserer Flucht nachholen. So, was das Regal leiten, was haben wir denn da? Gewürze und Kräuter. Der Koch allein weiß, was das alles ist. Was wollte Wiff noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Ach so, das finde ich da. Warte mal, wir haben doch hier. Wie war das mit Zeichen auswählen? Ich vergleiche mal die Ah, Schriftzeichen. okay, so funktioniert das. Das Alles hier klar. vielleicht? Nein. Bingo. Schublade für Kräuter und Gewürze. Was haben wir denn? Frische Wintermelone. Ah, wir haben es gefunden. Schön. Jetzt brauchen wir nur noch die Suppe. Wo kriegen wir die Suppe weg? Was haben wir denn? Stäb. Oh, wir haben hier. Da. Das Kelle. Kelle. Und Woks auf dem Herd. Woks. Das sieht eher aus wie ein Topf und wie kein Wok. Wok ist ja eigentlich so eine runde Müsli-Schüssel, kann man sagen. Das so sagen, kann man so sagen. Also gucken wir uns erstmal hier. Herdknöpfe. Hübscher Gasherd. Yep, alles ordnungsgemäß abgeschaltet. Na gut, Kelle. Ist noch ganz sauber. Könnte noch nützlich werden. Okay, die nimmt sich jetzt mit. Also ich mache immer jetzt Rechtsklick und dann mache ich links, weil ja, so Wok auf dem Herd, Ein Rechtsklick. paar gusseiserne Woks und Töpfe. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, hier gibt es mehr Woks. Ich könnte wirklich etwas Suppe gebrauchen. Fehlt eigentlich nur noch eine Kelle. Die haben wir gerade eingesammelt. Warum hat sie die denn jetzt in die Tasche? Die steckt aber auch alles mit, was ich gebrauchen kann. So, was? Wok? So. Ah, okay. Jetzt ist der Topf leer. So, die Suppe, die Wassermelone haben wir. Sie wollte ja Wassermelonensuppe haben. Das heißt, müssen wir mal gucken, ob wir das kombinieren können. Erstmal schaue ich mir jetzt hier noch diese paar Sachen auf dem Tisch an. Stäbchen. Essstäbchen. Für Leute, die mehr Übung haben als ich. Ja, da stimme ich dir zu. Ach, Gabeln sind mir lieber. Da kommt's raus. So, was habt ihr hier direkt hier vorne? So sieht aus. Sojasauce. Hausgemacht. Auf Ex? Nein, danke. Das sollst du auch nicht trinken, hör mal. Was bist du denn drauf, hey? Sag mal, so, Schublade weiter. Eine Schublade. Spannend, spannend. Kleine Küchengeräte. Die mittlere Schublade. Von allen missachtet, gerne übersehen. Handtücher und so ein Kram. So, hier. So cool, wie eine abgenutzte Schublade halt sein kann. Nur Geschirr. Und was haben wir Ich hier? glaube, darin wird das Essen geliefert.
Das ist Aufgabe des Lieferservice. Okay, dann sind wir in der Küche durch. Wir haben alle Hinweise, ja. So, gehen wir erstmal wieder raus aus der Küche. Das klang wie Kühlschrank, dieses Geräusch. So, jetzt gehen wir zu Viv. Ihr wollt ja die Suppe haben. Achso, die Suppe. Wir müssen, glaube ich, mal gucken, ob wir die Wassermelone mit der Suppe kombinieren können. Und die wollt ja beides haben. Da wir jetzt beides haben, müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie gepanscht kriegen. So, nee, da. Warte mal hier. Das wähle ich jetzt mal aus und kombiniere das. Et voilà. Wintermelonensuppe. Na, lecker. Mich fett, ey. So, warte mal. So, und jetzt hier, Vivian. Ihre Bestellung, Ma'am. Suppe mit Wintermelone. Okay. Interessant. Schwarzer Bild. Warum auch, ne? Oh, danke. Sehr lecker. Ja, richtig lecker. Ich habe selbst probiert. Geht mir gleich viel besser. Achso, wir können jetzt mit dir sprechen, würde ich sagen, oder? Schön, dass du mich besuchst. Hat dir Joe etwas gegeben, bevor sie ihn eingebuchtet haben? Hast du, warte mal, wie war das mit dem, sprich mit Viv, Sutter und Bernadette? Nächstes machen. Okay, warte, eine Frage. Hat dir Joe etwas gegeben, bevor sie ihn eingebuchtet haben? Einen Schlüssel vielleicht? Nein, ich... Warte mal, er hat mir das neue Radio gegeben. Aber mein Neffe hat es mit auf die Arbeit genommen. Wo ist das? In der kleinen Oper bei der alten Telefonvermittlung. Gleich hinter Fragrance Alley. Boah, mich juckt's am Kopf gerade. Hast damals in China gemacht. Soll ich das nächste machen? Was soll ich als nächstes machen? Okay, worüber habt ihr mit meinem Mann gesprochen? Wegen der Miete? Wechsel lieber das Thema, okay. Worüber hast du mit meinem Mann gesprochen? Ach, nur darüber, dass er mit dir ein besseres Leben anfangen wollte. Er wollte eine Werkstatt eröffnen. Für dich aber nett von ihm. Wusste ich nichts. Ihr habt wohl nicht viel miteinander gesprochen, was? Doch, aber es gab Wichtigeres. Ja, es scheint mir auch so. Alle sagen, ich soll Joe verlassen. Wegen der Miete. Was sagt's denn wegen der Miete? Wegen der Miete. Du also, kannst mich in Jazzplatten bezahlen. Ich guck mal, was ich noch habe. Wir haben nur eine Jazzplatte. Moment. Alle sagen, ich soll von... gib mir Zeit bis zum Ende des Monats, ja. Gib mir Zeit bis zum Ende des Monats. Ach, bist du demnächst wieder flüssig? Ich weiß nicht. Die ist aber sehr nett, dass sie uns so mal mit der Miete einfach so mal... Alle sagen, ich soll, kannst du mein Schloss austauschen? Ach so, genau, da wurde ja eingebrochen. Kannst du mein Schloss austauschen? Jemand hat es aufgebrochen, als ich Joe besucht habe. Ich habe noch keinen neuen Hausmeister gefunden. Wirst du das Licht im Gang reparieren? Bezahl du erstmal deine Miete. Ja. Alle sagen, ich soll Joe verlassen. Ich kann's echt nicht mehr hören. Denen passt es nur nicht, dass Joe dich ihnen weggenommen hat. Dieser Officer Grassi. Es heißt, er hätte ein paar Regeln gebogen, um Joe aus dem Weg zu bekommen. Okay, wechseln wir lieber mal das Thema. Gut, das ist hellweiß. Die Nachricht hat man noch nicht. Wechseln wir mal lieber das Thema. So, was haben wir hier? Damals China gemacht. Was hast du damals in China gemacht? Kalligraphie. Und deswegen musstest du das Land verlassen? Ja, da habe ich vorher etwas Geld gemacht. Geld hilft immer. Ja, was soll immer das? Kalligraphie? Keine Ahnung, was das heißt. Ich kenne den Ausdruck jetzt nicht. Danke. Bitte. Was haben wir denn? Wir haben eine Jazzplatte. Wir haben Ende. Noch nicht. Okay, gut, dann noch nicht. Wir haben Haarnadeln, wir haben Streichholz. Eine Streichholzschachtel aus Mickys Club mit einer Widmung. Komm jederzeit vorbei, ich lade dich ein. Mickey, als wir noch alle Freunde waren. Alles klar. Okay, würde ich sagen, wir gehen mal in den Club, oder? Interessant, interessant. So. Wo haben wir denn den Club? Wir haben eine
Kirche, wir haben Café Napoli. Nun kannst du ja Zeit zwischen so, ja, weiß ich. Was war das? Türsteher? Ich habe Neuigkeiten für Mickey. Der Club ist voll, Schätzchen. Fieser Türsteher. Okay, was haben wir hier? Gruppe von Nachtschwärmern? Ich kann hier nicht noch mehr Zeit vergeuden. Okay, links. Ihr wisst, dass Mickey alle Drinks mit Wasser puncht? Wirklich? Lass gut sein, Christine. Okay, haben wir irgendwelche Hinweise? Was haben wir denn noch? Die Gespräche werden wahrscheinlich ewig da. Was haben wir hier? Clubschild. Mickeys Club. Früher mal der Mermaid Club. Ertränke deine Sorgen. Der Türsteher würde den Diebstahl sofort bemerken. Aha, okay. Was wollen wir denn auch mit dem Schild? Hallo? Die nächsten Nummern. Oh nein, ich habe Betty and the King Cats verpasst. Ich brauche keine Souvenirs. Ich brauche ein neues Leben. So, warte mal. Rechtsklick. Ich verstehe es nicht. Wem gehört der Laden? Mickey! Au! Hey! Sorry, dachte nur, Mickey braucht vielleicht etwas Aufmerksamkeit. Sobald Mickey den Laden ruiniert hat, ist das Schild weg. Ich weiß nicht, wann wir da reinkommen könnten. Warte mal, wir haben doch die Streichholzschachtel. Warte mal, mit Widmung können wir dem dann den da zeigen geben? Eine Streichholzschachtel vom Club? Komm jederzeit vorbei. Ich lade dich ein. Mickey. Das ist seine Handschrift. Du kannst rein, Puppe. Viel Glück. Wow. Nice. Danke, Mac. Interessant. Wahrscheinlich hätten wir auch während des Gesprächs, wirklich gut, ich habe mir das zwischendurch irgendwo mal was angeguckt. Und, da sind wir dann irgendwann reingekommen, nicht sofort, aber wir werden reingekommen. So, mit wem spreche ich denn jetzt als erstes? Was haben wir denn hier überhaupt? Die Sängerin, okay. Ein weiteres aufstrebendes Sternchen aus North Beach. Aufstrebend? Nicht mehr lange und sie geht nach L.A. Sie hat gerade keine Zeit für einen Plausch. Okay. Was haben wir denn? Türsteher und was ist der Fall nach Mickeys Büro und Schläger? Mhm. Mickeys Leibwächter sieht sauer aus. Lieber nicht. Er würde nur meinen Arm brechen. Was haben wir denn Mickeys Büro? So wird das nicht, Süße. Nicht ohne Mickeys Erlaubnis. Das war rechtsklick, aber links das so gleiche. So wird das nicht, okay. Süße. Alles klar. Nicht ohne Mickeys Erlaubnis. Sprechen wir mit ihm oder reden wir erst mit dieser Fotografin? Können wir auch mit den Fotografen? Was haben wir? Feile Umkleide in Mickeys Club. Gute Frage. Was machen wir jetzt? Ach komm, wir reden erstmal mit ihm hier. Lange wird er sein Spiel nicht mehr spielen können. Okay, das war Rechtsklick. Jetzt links. Ah. Hey, Boss. Hattest du Schwierigkeiten reinzukommen? Nicht wirklich. Es gibt Neuigkeiten. Spuck's aus. Können wir unter vier Augen reden? Na gut. Lass uns in mein Büro gehen. Mhm. Dort können wir ungestört reden. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Gehen wir ins Büro. Setz dich. Ich stehe lieber. Ich habe etwas Interessantes herausgefunden. Und was? Lüge? Hat die Expressomaschine Cavallopoli repariert? Hatte Kontakt im Chinatown? Ich habe auch gehört, dass Joe etwas im Park vergraben hat. Okay. Ich habe auch gehört, dass Joe etwas im Park vergraben hat. Joe hat mir außerdem eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen. Ich dachte, es ging um eine Uhrzeit. Irgendwas mit Minuten und Sekunden. Ja, ja.
Es geht um Längen und Breitengrade. Ja, vielleicht. Weißt du, es gibt Magazine, die würden dich für so einen Schund bezahlen. Ich aber nicht. Wenn du mir nicht bald das Geld bringst, leg ich dich um. Wieder lügen? Okay. Über was anderes reden. Joe hat Expressmaschine Kontakte. Joe hatte Kontakte in Chinatown. Unter dem alten Barbary Coast Viertel gibt es eine Reihe von Tunneln. Ausgebrannt und eingestürzt. Nach dem großen Feuer von 1906. Zumindest glauben das die Cops. Gefällt mir. Hast du noch so eine Geschichte? Wenn ich es hätte, warum wäre ich dann hier? Weil ich deinen Mann umlegen lassen könnte. Das könntest du tun. Das könntest du? Wie? Ich habe einen Mann in Alcatraz. Ein Wort und Joe schläft 6 Fuß tiefer. Gibst du mir einen weiteren Monat? Tut mir leid, Schätzchen. Die Deadline gilt auch für mich. Schau, was du noch rausfinden kannst. Okay, jetzt sind wir vom Gespräch aus wieder hier. So, jetzt können wir mit ihr quatschen. Bee, wer bist du denn, Bee? Nicht so wie ihr denkt, ey. Das ist Bee. Oh. Das Gesicht des Clubs. Bee, Mann. Und eventuell Joes Geliebte. Lol. Sie sieht ganz schön fertig aus. Joes Geliebte. Was hast du gerade gesagt? Das ist Bee. Das Gesicht des Clubs. Und eventuell Joes Geliebte. Sie sieht ganz schön fertig aus. Hi. Bee. Wie läuft das Geschäft? Das Gespräch suchen wir uns mal. Wir können hier nicht reden. Triff mich gleich hinten. Joes Geliebte hat er 2? Wieso macht die das mit? Hä? What happened? Bee nach Clubfotografin. So. Sie wäre eine fantastische Kriegsfotografin. Es gibt nichts, wovor sie Angst hätte. Oh ja, haben wir irgendwelche... Nur sie, okay. Stimmt irgendwas nicht? Lief was zwischen dir und Joe? Lief was zwischen dir und das Joe? Will ich jetzt wissen. Wir werden ihn nie wiedersehen. Du kannst es mir erzählen. Nein, da lief nichts. Du standest unter Eid. Du hast geschworen, den Morgen des Überfalls mit Joe im Bett verbracht zu haben. Nein, für das Alibi hat er mich bezahlt. Wir hatten nichts. Er hat tatsächlich den Panzerwagen geknackt. Ich habe eine Affäre mit Dale, nicht mit Joe. Ah, okay. Dale? Danke. Also hat er mich zwar nicht betrogen, ist aber schuldig. Mit Dale war doch... Wie lange dachtest du schon, dass er und ich... Erst seit heute Nacht. Dale war doch der Typ, mit dem wir auf der Feuerleiter oder beziehungsweise da auf dem Balkon gesprochen haben, oder nicht? Schau mal einer an. Stimmt irgendwas nicht? Ich hätte niemals das Bild machen sollen. Mickey hat es mir in der Garderobe aus der Handtasche geklaut. Von Joe? Was? Nein, von dem Priester, von St. Peter and Paul. Den fand ich immer schon etwas gruselig. Ich kann nicht drüber reden. Okay, der Priester hat also auch was damit zu tun. Das ist aber langsam ist hier, aber wer hat denn sonst noch einen Überfall erzählt? Wie ich Mickey's ausschalten? Wie geht zwischen Mickey und Goldie die Nixe? Kannst dich im Kater... Was hat dir Joe sonst noch über den Überfall erzählt? Mickey steckte auch mit drin. Das war kein Ein-Mann-Job. In der Nacht vor dem Raub sah ich sie Wäschesäcke aus Mickeys Büro tragen. Wussten eigentlich alle davon, außer mir? Wie kann ich Mickey ausschalten? Warte mal, ich frage mal wegen der Katze. Kannst du dich um meinen Kater kümmern? Ich ziehe in eine andere Wohnung, wo Haustiere nicht erlaubt sind. Okay. Ich warte auf einen Anruf von Live. Bin vielleicht auf Fotoreise, wenn Mickey mich lebendig gehen lässt. Live ist live. Na. Aber bam, bam. So. Wie kann ich Mickey ausschalten? Er hat mich zu lange herumgeschubst. Sieh dir mal den Safe in seinem Büro an. Ich habe auch die Kombination gesehen, aber die ändert er jeden Monat. Okay. Danke. Sie war... Oh, okay. Wir haben jetzt ein Zettelchen mit Maße gekriegt oder mit Zahlen oder was auch immer. Wie... Kann ich Mickey ausschalten? Geht ins... Achso, die Nachricht hatte ich schon. Diese haben wir noch nicht. Was geht zwischen Mickey und Goldie? Der Nixe. Der Junge ist besessen von ihr. Genauso wie von ihrer Mutter. Jeden Abend hängt er vor ihrer Garderobe rum. Wer ist jetzt die Nixe?
Gespräch beenden. Wir haben alles durch, okay? Okay, ich muss los. Da gehen wir wieder zum Saal. Dann gucken wir uns jetzt mal den Umkleideraum an. Vielleicht finden wir da irgendwie eine kostümierte Frau. Nixe. Umkleide, Mickeys Club. Jawohl. Schauen wir uns einmal um.